Viele Grüße da draußen an die Endgeräte. Heute geht es um ein Thema, von dem ich eigentlich selber gar nicht genug weiß, weil man gar nicht genug wissen kann, und das aber trotzdem ein sehr großes Transformationspotenzial birgt. Ich spreche von Diversity bzw. Diversity Management und dem Umgang mit Vielfalt. Vorweg möchte ich euch natürlich wieder daran erinnern, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, ein Like dazulassen, falls euch das Video gefällt, und die Glocke zu aktivieren, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Wie ihr sicherlich alle wisst, leben wir in einer globalisierten Welt. Und dieser Prozess der Globalisierung hat sich noch lange nicht abgeschlossen. Das heißt, unsere Mitwelt ist schon heute sehr heterogen, wird aber auch mit jedem Tag noch ein kleines bisschen vielfältiger. Wir alle werden also jeden Tag mit einer Vielzahl unterschiedlichster Lebensvorstellungen, Lebensentwürfe konfrontiert. Und diese verschiedenen Lebensentwürfe stehen alle gleichberechtigt nebeneinander und sind ja alle vollkommen legitim, auch wenn das einige Mitmenschen nicht so ganz wahrhaben wollen. An dieser Stelle möchte ich euch deshalb gerne nochmal in Erinnerung rufen, warum das so ist, und lese euch deshalb jetzt Artikel 3 des Grundgesetzes vor. Dort heißt es nämlich, Artikel 3, Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Diskriminierungsverbot. Erstens, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Zweitens, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Drittens, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Diese spezielle Form der Gleichberechtigung, die hier formuliert ist, oder eigentlich ist es keine spezielle, sondern eine sehr allgemeine Form der Gleichberechtigung, wird jedoch da draußen bisher nicht verwirklicht. Die gerade am Wochenende zu Ende gegangene Europameisterschaft im Fußball der Männer zeigt das, glaube ich, ganz besonders deutlich. Ich rede hier zum Beispiel jetzt von den rassistischen Ausschreitungen, die wir nach dem Finalspiel zwischen England und Italien gesehen haben, aber auch von dem rassistischen oder rassistisch motivierten Anschlag in Hanau im Februar 2020 oder auch dem Angriff auf die Synagoge in Halle 2019. Daneben werden mir regelmäßig Ereignisse angetragen, die ja eine weitere Personengruppe betreffen, die unter Diskriminierung sehr stark zu leiden hat und die man auch auf keinen Fall zu einer Minderheit zählen kann. Und ihr wisst auch sicherlich alle, wenn ich sage, dass wir von Frauen sprechen, wovon ich rede. Wenn ihr ein aktuelles Beispiel hören wollt, dann kann ich euch gerne von dem Großkonzern erzählen, mit dem ich vor einiger Zeit zu tun hatte. Ich sage jetzt nicht wann. Der von einem Patriarchen geführt wird und wo die gesamte Geschäftsleitung nur aus Männern besteht. Dass die gesamte Geschäftsleitung nur aus Männern besteht und dieser Konzern sehr patriarchal eben geführt wird, möchte ich an der Stelle auch gar nicht bewerten. Worum es mir eigentlich jetzt geht, ist, dass Frauen in diesem System, in diesem Unternehmen sehr deutlich klargemacht wird, dass sie es nicht weiter als maximal und das auch nur mit viel Glück bis zur Abteilungsleiterin bringen werden. Und in diesem Konzern ist man dann auch ganz verwundert, wenn ambitionierte, junge oder auch ältere Frauen das Unternehmen wieder verlassen und auch über die generell sehr hohe Fluktuationsrate der Mitarbeitenden, die man hat. Dann gibt es da auch noch weitere Beispiele, wie zum Beispiel die Abteilungsleiterin in einem mittelständischen Betrieb. Ich spreche hier von einer Ingenieurin, der man eine Beförderung versprochen hat vor einiger Zeit und die dann als es soweit war, übergangen wurde zugunsten eines ihrer Mitarbeitenden, der nicht nur deutlich schlechter qualifiziert ist, sondern der auch keine Leitungserfahrung hat. Und die konnte sich dann von ihrem Werksleiter anhören, dass sie als Frau ja überhaupt Glück hätte,
dass sie diese Position hätte, die sie hat. Und dass man ihr diese Beförderung nur versprochen hat, um sie im Unternehmen zu halten, weil es nun mal schwierig wäre, gute Ingenieure oder gute Ingenieurinnen zu finden und man sie einfach nicht als Mitarbeiterin verlieren wollte. Das auszusprechen ist, glaube ich, schon in mehrfacher Hinsicht nicht klug. Aber ich finde das auch, das ist ein starkes Stück und das hat mich, als ich das gehört habe, doch sehr betroffen, weil ich das Unternehmen bisher, also es ist ein Unternehmen hier aus der Region, was ich auch sehr lange schon kenne und was mich doch sehr betroffen gemacht hat, das zu hören, ja. Daneben gibt es selbstverständlich noch Menschen, die aus völlig anderen Gründen diskriminiert werden, auch in Unternehmen, die man vielleicht als weltoffen wahrnimmt, aber die dann beispielsweise wegen ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihrem Alter oder irgendwelchen Behinderungen, zum Beispiel bei der Vergabe von neuen Posten oder von höheren Posten bei Beförderungen, wenn Beförderungen anstehen, die da nicht berücksichtigt werden. Aber da möchte ich jetzt erst gar nicht von anfangen, weil das ist ein großes Thema und auch, glaube ich, nicht ganz so einfach. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass diese Gruppen, die ja diskriminiert werden, über ein sehr großes, bisher in vielen Fällen ungenutztes Potenzial an Fähigkeiten, an Wissen und auch an Kompetenzen verschiedenster Art und Weise verfügen. ZuschauerInnen, die schon länger dabei sind, werden ahnen, worauf ich jetzt hinaus will, denn natürlich werden gerade diese Fähigkeiten, die ich gerade angesprochen habe, in der Arbeitswelt der Zukunft oder in der Wirtschaft der Zukunft ganz, ganz dringend gebraucht, damit wir eben mit der steigenden Komplexität, mit der steigenden Vielfalt einer globalisierten Welt umgehen können. Schon heute erleben wir ja, dass Teams in ganz, ganz vielen Unternehmen deutlich internationaler werden. Also es sind salopp gesagt nicht mehr nur die türkischen und italienischen Gastarbeiter beispielsweise, die beteiligt werden an Projekten, sondern auf einmal sind da auch Chinesen, Kongolesen, Inder, Brasilianer und viele weitere Nationalitäten mehr in Teams vertreten, die natürlich alle ihre kulturellen Eigenheiten, ihre Besonderheiten auch mitbringen und mit denen es dann auch umzugehen gilt. Einige dieser Kulturen sind uns dabei so fremd, dass wir erst lernen müssen, wie man richtig miteinander kommuniziert. Aber das geht, und ich habe es ja in verschiedenen Videos schon angesprochen, das ist auch gerade unsere Stärke als Menschen, die uns so besonders macht und die auch unsere herausragende Rolle irgendwie beschreibt, dass wir eben in der Lage sind, in großen Gruppen mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Individuen, mit unterschiedlichen Hintergründen und so weiter, miteinander zusammenzuarbeiten und uns auszutauschen und zusammen Großes zu schaffen. Auf diese Weise ergibt sich dann auch eine unglaublich gehaltvolle und weitreichende Erweiterung des kreativen Möglichkeitsraums, wenn es darum geht, Lösungen für die vor uns liegenden Herausforderungen zu finden, natürlich vom Individualprojekt, was vielleicht in dem Unternehmen gerade anliegt, bis hin zu den gesellschaftlichen Herausforderungen, die vor uns als Weltgesellschaft liegen. Daneben haben natürlich, wenn mehr und diversere Geister an diesen Prozessen beteiligt werden, die Lösungen nicht nur einen qualitativ besseren Charakter, sondern eben die Lösungen, die entwickelt werden, sind auch flexibler einsetzbar, weil sie viel, viel mehr Hintergrundwissen vereinnahmen, als wie wenn ich sehr homogene Teams habe. Aus diesem Grund steigert Vielfalt dann eben auch Resilienz. Diese Multiperspektivität hilft uns als Unternehmen oder als gesamte Gesellschaft dann, besser mit der steigenden Komplexität unserer Umwelt umzugehen, die uns als Individuum oft, aber natürlich auch einzelne Menschen insbesondere momentan doch sehr überfordert. Daneben gibt es dann natürlich wieder Punkte wie beispielsweise Fachkräftemangel, also Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterfindung in Zeiten von demografischem Wandel, in Zeiten von Globalisierung, in Zeiten von Fachkräftemangel allgemein, die ich ja aber schon in ganz, ganz vielen vorangegangenen Videos immer mal wieder thematisiert habe und auf die ich dann heute in dem Kontext hier nicht mehr eingehe.
Wisst ihr, ein Mehr desselben führt oft zu Problemen und einer Anfälligkeit für Krisen, weil eben fehlende Flexibilität und ja, mangelnde Austauschfähigkeit mit den umgebenden Sozialsystemen die Folge sind. Man könnte also sagen, eine Strategie des Mehr desselben führt damit zu einem Gegensatz von Resilienz. Die Herstellung von Chancengleichheit, also zum Beispiel Diversity Management oder der Umgang eben mit Vielfalt im Unternehmen und eher jemand fragt, nein, es gibt hier kein Patentrezept zur Erreichung dieses Ziels, stellt damit in unserer ja eigentlich immer vielfältiger und komplexer werdenden Welt einen weiteren Regler dar, mit dem man eben Unternehmen dazu befähigen kann, nicht nur im Heute, sondern auch mit Blick auf die Zukunft erfolgreich zu sein. Im Video von nächster Woche werde ich dann nochmal auf einen besonderen Aspekt davon, nämlich die verschiedenen Lebensvorstellungen eingehen und das Ganze nochmal ein bisschen konkreter und praxisnäher erläutern. Vor allen Dingen wird es dabei um das Thema Purpose, Lebenssinn oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, eingehen. Und außerdem habe ich dann in der nächsten Woche noch eine Ankündigung für euch, die vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Ihr dürft also auf jeden Fall jetzt schon gespannt sein auf das Video von nächster Woche. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen, beziehungsweise ihr mich zu sehen. Vielleicht sehen wir uns einfach alle gegenseitig. Und ja, bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und da war der Akku von der Kamera leer. Na gut. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass all diese Gruppen, der Django geht gerade da oben her, der bellt immer sehr laut. Ich muss gerade abwarten, bis ich das Video weiter aufnehmen kann. Die sich darauf. Warum fängt es eigentlich immer an zu regnen, wenn ich mal draußen was aufnehmen will?